Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück zu Life in the Woods, Minecraft, und wir sind wieder drin im Spiel. Und wir haben dieses Mal eine andere Mission. Und zwar haben wir nur noch... Alle gucken in diese Richtung. Was gibt's da zu sehen? Fünf. Wir haben nur noch fünf Dorfbewohner, glaube ich. Das Problem ist, wenn wir in die Mine runtergehen, wir haben irgendwie extrem Dorfbewohnerschwund. Ich weiß nicht wieso. Aber es ist auch egal. Wir können ja entgegenwirken. Wir müssen einfach die Dorfbewohner wieder ein bisschen... Ja, ihr wisst ja, wie vermehren sich Dorfbewohner? Richtig, indem sie bumsen. Wir müssen den... Oh, die beiden schauen sich schon so verliebt an. Ich mache lieber das Schwert weg aus der Hand. Das könnte man mir übel nehmen. Hallo, was willst du denn? Du willst Erbsen. Und wenn wir mit Dorfbewohnern handeln, dann kriegen die ja Lust. Oh, der will einen Smaragd für einen Kirschbaum. Kirschbaum ist natürlich geil, aber glaubst du nicht, dass ich dir einen Smaragd gebe? Vor allem, da habe ich gar keinen. Erbsen haben wir auch nicht. Haben wir jetzt echt ein Problem? Wir könnten natürlich so ein Feld abernten. Was hast denn du so Gutes? Ja. Halt, Papier. Papier. Du bist der Erbsenmann. Der Erbsenzähler. Und du? Ah, okay, Blaubeeren. Blaue Himbeere. Heidelbeere, das ist was anderes als Blaubeere. Wir brauchen auf jeden Fall Materialien, die wir den Dorfbewohnern zum Handeln geben können, damit die guten Jungs auch mal... Ja, Jungs und Mädels oder Zwitter, ich glaube, die sind ja geschlechtslos, die Dorfbewohner, dass die mal in Popfreude kommen, würde ich mal sagen. Was haben wir denn hier? Wir haben jetzt hier unseren Ofen. Wir können jetzt auch mal wieder ein bisschen was reinstecken. Wir machen ein bisschen Eisenerz. Reinstecken ist wieder gut, weil die Dorfbewohner sollen sich ja vermehren. So. Wir brauchen... Können wir das Gold einschmelzen? Und wir können uns mal auf jeden Fall eine Diamantspitzhacke herstellen. Jetzt können wir es uns ja leisten. Haben wir Sticks einstecken? Wir haben keine Sticks mehr einstecken. Wieso ruckelt es denn eigentlich? Im Video ruckelt es nicht. Ja, das Problem ist natürlich... Kerzennussbeere, Okay. Wir müssen mal hingehen. Wir müssten eigentlich mal Felder machen. Ja, wir müssten Felder machen. So. Zombie vielleicht haben wir auch hier? Ne, wir haben wir hier nicht. Doch, haben wir auch hier. Aber 16er ist ja schon immer ein ganzer Stack. Hab ich noch irgendwas anderes, was stackt? Hier ist noch Schwarzeiche, Tanne, Fichte. Ja, es hilft nichts. Wir müssen irgendwas machen, damit wir hier das Problem mit den Pflanzen loswerden. Also mit den Pflanzen, was sage ich da? Dass wir alles anpflanzen können. Gut, machen wir uns halt daran, bauen wir halt ein Beet. Jetzt ist die Frage, jetzt haben wir hier innen drin, das ist ja der Dorfkern. Wieso sind eigentlich hier, wieso fehlt denn da ein einzelnes Dings? Ups. Ich krieg dich ein, irgendwelche Chunks laden gerade. So, was ist mit dir? Was hast du denn? Komm her, versteck dich nicht. Pfeile für einen Smaragd, ey Leute, euch hat einer ins Hirn geschissen, ne? Glaube ich. Erbsen, aber auch die Erbsen haben wir nicht, weil die Erbsen könnten wir noch anbauen. Problem ist nur... Okay, wir könnten Folgendes machen. Wir haben ja jetzt hier mittlerweile... Ey, wie gesagt, ich weiß echt nicht, warum es so ruckelt. Ich habe keine Programme auf und nix. Und mein Videoschnittprogramm läuft im Hintergrund noch. Wir könnten ein paar Feld... Okay. Was willst du? Hau ab. Und vor allem hier das arme Hühnchen hier zu missbrauchen. Hast dich hier schön im Baumschatten wohlgefühlt, gell? Ja, ich brauche Felder. Es hilft alles nichts. Es hilft nichts. Und ich muss das hier den Turm nach vorne setzen. Haben wir denn die Teile für den Turm noch einstecken? Hatten wir die hier drin? Auch nicht. Brauche ich die wieder hin? Ich habe hier neben eine Kiste hingemacht, oder? Oder auch nicht. Okay. Es ist Ingwer. Echte Leinkraut. Lauchpflanze. Voll der Lauch.
Was ist denn, wenn wir das Feld, wenn das ganze Feld nach hinten ein bisschen verlängern und ein höher gelegenes Feld? Ganz ehrlich, werden wir hier hinten auf der Seite ein Haus hinten dran machen oder werden wir es hier bei Feldern lassen? Ich sag mal, es ist vielleicht gar keine schlechte Idee, oder? Was ist, wenn wir das hingehen? Also erstmal. Jetzt mit dem Gurgel, das stört mich gerade ein bisschen. So, wir machen jetzt einfach mal hier hinten dran, dass wir das in Eichenstämme, gell? Dass wir hier Eichenstämme reinsetzen, obendrauf vielleicht. Das ist so eine stufige gewesen. Dann kommt man hier auch eine Treppenstufe und das wäre okay. Ein Feld dazwischen und dann hier schon Eiche. Okay, wir holen uns jetzt mal Eiche. Ich will das machen unbedingt, weil das geht mir schon tierisch auf den Geist. Eins, zwei, immer noch nicht vermehrt. Das ist eine Eiche, weil das ist eine schöne Eiche. So, komm, das kriegen wir hin. So schlimm ist es nicht. Das sind Eichen hier alles, aber das sind so kleine Eichen wieder. Okay. Ich werde jetzt trotzdem mal die Blätter abernten. Ich will nämlich wieder neue Eichen hier setzen, weil ich brauche unbedingt die Eichen. Hinten dran die Tanne ist mir fast egal. Oh, ein Apfel. Im Notfall nehmen wir halt goldene Äpfel und verwandeln die Dorfbewohner zurück. Wenn wir irgendwo so einen Zombie-Dorfbewohner in so einem Haus haben, müssen wir ihn halt eingesperrt lassen. Boah, jetzt ist auch doch das Eiche alles noch, gell? Nee, das Fischte. Eiche. Ist wieder Nacht. Kein Setzling rausgekommen. Doch einer. Dann machen wir doch direkt noch mal einen hin. Und schauen mal, dass wir da noch was rausholen an Eichen. Also hier haben wir noch Eichen. So. Wir müssen unbedingt, wenn wir diese neuen Felder haben, werden wir uns darauf konzentrieren, Sachen anzubauen, die die Dorfbewohner wollen. Wie der Typ mit den Erbsen oder sowas. Wir machen im schlimmsten Fall machen wir Folgendes. Wir gehen hin, wir verkaufen ihm Erbsen. Dann gehen wir hin und nehmen, wir kriegen ja einen Smaragd für die Erbsen. Oh, schön. Und den Smaragd nehmen wir direkt und setzen ihn dafür ein, um bei dem anderen einen Kirschbaum zu kaufen. Dann pflanzen wir einen Kirschbaum an. Ist auch Eiche, oder? Dann pflanzen wir einen Kirschbaum an. Und haben dann schon mal zwei Dorfbewohner glücklicher gemacht. Also glücklicher als sie sonst sind. Wir haben die dann quasi ja in Paarungsstimmung versetzt. Also die müssten sich normalerweise von alleine paaren, aber sie tun es irgendwie nicht. Also helfen wir nach. Da hinten schaut er schon, der Dorfbewohner, der freut sich schon drauf. Gib mir Spogi, ich will mich paaren. Ich brauche noch mehr Eiche. Da hinten diese großen Eichen würden zwar richtig Eichenholz abgeben, da hinten rechts sie, aber die sieht halt geil aus einfach, die will ich nicht wegmachen. Ach schön, Eichensetzling. Komm, ich hätte gern noch einen, dass wir noch ein bisschen mehr Eichen hier hinkriegen. Ja, schön. Gehen wir noch einen dritten? Im schlimmsten Fall setzt sich vielleicht selber einer aus, das wäre auch okay. Ja, wir haben noch einen. Okay, gut. Also, erstmal, du kommst weg. Weil auch jetzt die Eichenhölzer, die ich jetzt gefunden habe, die reichen halt nicht ansatzweise aus für das, was wir vorhaben. Wir können damit die erste Kante vorne machen. Ja, dafür reicht es dann. Ist hier auch noch eine Eiche hinten drin? Wo ist denn der Stamm? Ah. Ja, weil immer diese erbärmlichen vier Holzstücke, das ist halt echt wenig. Ich will auf jeden Fall in der Folge nach oben den Turm erweitern, so wie ich es vorhatte. Ihn nach außen zu versetzen, dass er nochmal schöner aussieht. Und einen Setzling kriege ich ein. Ich weiß, du beobachtest mich. Und Apfel ist auch gut. Schmetterling, oh, da war ein Setzling. Wo ist er hin? Komm her. Komm her, mein lieber Setzling. So.
Komm, dann werden wir das direkt mal anpflanzen. Auch geil, oder? Hier, komm. Ein Apfel eben gelegen, oder? Hab ich eingesammelt? So. Oh, weiterer Setzling wieder. Und hier, ohne Scheiß, ihr werdet hier keinen Fuß fassen, das sage ich euch. Was haben wir denn jetzt an Hölzern? Oh, 20 Stück, das reicht zumindest für die vordere Kante. Ich meine, wir können das natürlich ohne Wasser und alles machen. Auf die altbewährte Methode will ich gar nicht sagen, sondern auf die neue Methode. Aber, sollen wir uns überlegen, wenn wir jetzt hier hochgehen? Doch, doch, das können wir machen. Okay, also pass auf. Machen wir das mal hier so. Düdüm, 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 düdüm. Ja. So. Wir haben selber. Ja. Oh. Die sind kaputt gegangen, anstatt einen zu sammeln. Ne, doch, da liegen sie. Ist das eine? Wo ist das zweite hin? Ist hier reingefallen? Wo ist das zweite Blümchen? Oh, ich habe beide. Okay. Naja, wie dem auch sei. So. Weil, ich meine, man sieht, das Problem ist halt, man sieht halt hier so gut wie gar nichts, gell? Das heißt, ich brauche sowieso Erde. Wir machen es erstmal auf die alte Methode. So, wie lang ist das Feld vorne dran? Das ist eher die Frage. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oder? Sehe ich richtig? Hey, also ich hänge unterm Dach fest. 7, stimmt das denn? 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay. 7, brauche ich ja gar keine Erde hinzumachen, das ist ja schon Erde. So, 7. Ich glaube, das ist nicht richtig, was ich mache, oder? Ich habe mich verzählt. Sollen wir gleich nochmal gucken? Boah, hey, furchtbar. Hier mit dem ganzen Gras da oben drauf, das ist jetzt eine Streuobstwiese. So, 7 haben wir gesagt. 7 Felder, so. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ein Feld länger müssen wir es noch machen. Da hier in die Richtung muss natürlich noch ein ganzes Stück länger. So. Und dadurch, dass das jetzt ja hinten dann in diese Reihe reinkommt, müsste man hinten, da springt halt irgendwas runter vielleicht, dann ist wieder auf dem Feld wieder was kaputt. Wir könnten es halt auch direkt mit der richtigen Erde machen, also mit dem Komposterde. Mit dem Komposterde! Mit der Komposterde. So, hier müsste Wasser rein dann. Hier müsste Erde hin. So war die zweite Rille. Hier ist dann... So... So, dann kommt hier die Reihe wieder mit dem Holz zum Laufen. Okay, jetzt passt's. So ist gut. Wir brauchen halt echt noch ganz viel Eichenholz. Haben wir irgendwo... Wir haben auch Hunger. Haben wir irgendwo noch... Okay. Haben wir irgendwo noch Eiche? Ach, da oben ist noch lauter Eichen. Dann hauen wir die gerade noch weg, oder? Vielleicht zumindest mal die Einfassung von dem Beet hätte ich gerne noch fertig. So, das ist eine Eiche hier. Oh Gott, das ist sogar... Na doch, 4 Stück hat sie auch gehabt. So, und jetzt hier schnell kommen. Ich will Setzlinge diesmal auf. Einer muss hin. Wenn ich einen zweiten rauskriege, dann nehme ich den für den nächsten Baum schon. Da war einer. Unbedingt eine Schere bzw. die Sense bauen. Ich habe auch nur einen, ne? Da unten liegt er auch und ich kann ihn nicht einstecken.
das Inventar wieder voll ist. Kommen die Blümchen irgendwo hin? Komm mit, Setzling. Wo war der Baum? Egal. So, nächste. Was ist das hier eigentlich? Sieht auch cool aus. Frühlingskuschelle. Kriegst gleich eine Kuschelle von mir, wenn du droh bist. Wenn du ruhig bist, gibt's eine Kuschelle. Komm, noch einen weiteren Setzling. Wobei, wir brauchen ihn eigentlich nicht. Aber wenn doch, ist auch okay. Komm, auf jeden Fall ist es mal wenigstens ein gescheiter Stamm hier. Mehr als vier Felder. 3, 4, 5. Ja, minimal besser. Aber ehrlich gesagt, minimal besser, ist mir lieber als gar nichts. Ja, wir brauchen für die... Ah, schön, dass der nächste rausgekommen. Okay, den lassen wir stehen. Der muss auch stehen bleiben. Der hier kann weg. Können doch echt mal so einen großen fällen. So. Mein Bett steht noch unten auf dem Weg, oder? Nee, ich hab's einstecken, gut. Okay. Haben wir sonst noch einen kleinen, den wir fällen können? Der hat auch diesen schöne große Eichen. Wir müssen auf jeden Fall da hinten noch was von der Birke rausmachen. Ja, Dorfbewohner, ich mache das alles nur für euch. Nur für euch. Und wo habe ich denn die Bauelemente? Wir machen jetzt mal folgendes gerade. Wir nehmen jetzt mal unten die Bauelemente raus. Und ich nehme die gerade mal, um an der Burg vorne das zu bauen, was ich bauen wollte. Die haben wir doch hier reingetan, oder? Okay, ja, wunderbar. Das sind die wir brauchen. Wir brauchen auch den... Boah, ist schon gut voll wieder alles hier. Was haben wir noch hier für die Küche? Zombiefleisch in die Küche rein. Das wird doch super lecker, lecker, schmackhaftes Essen für die Leute hier. Hier gibt es nur die besten Zutaten. Und im Rucksack haben wir die Knochen drin, oder? Richtig, dann packen wir die noch mit dazu. Und Diamanten, wir sind eben auch, wenn sie überfallen werden, wir sind sehr wohlhabend. Mit Diamanten in der Tasche treiben wir uns draußen herum. Ja. So. Oder wolltest du da reingehen? Geh bitte in Deckung, wenn die Zombies kommen in der Nacht wieder. Wir hätten eigentlich schon direkt eine Diamantspitzhacke machen sollen. Haben wir... Ja, komm, machen wir halt mal. Ey, ganz ehrlich, das Gelecke heute, ich weiß nicht, woran das liegt. So, dankeschön. Eine Diamantspitzhacke. Yeah, baby. Und da können wir eigentlich noch ein paar Fackeln draus machen. So, das hier raus. Bett hinstellen. Schlaf mal eine Runde. Wenn ich jetzt da im Hintergrund die Zombies rumrennen sehe oder sowas und das Dorf wieder eins auf die Mütze kriegt. Ist hier eigentlich auch Licht drin? Hatten wir Licht gemacht, genau. So. Gucken, ob irgendwas Bösartiges hier ist. Nix. Boah, ey Gott. Ist das hier wieder ein Creeper oder so drin ist? Hier, ey. Ohne Scheiß, Mann. Ey, hast du gerade mal Glück gehabt hier. Das ist so krass mit den scheiß Zombies. Ich höre lauter Türen. Müssen wir gucken halt. Okay. Seid ihr wieder weniger geworden? Ja, ein paar seid ihr noch. Okay. Gut, gut. Okay, jetzt schnell. Jetzt verkloppen wir gerade mal hier oben schnell die Stämme, die wir einstecken haben. Dass das mal erledigt ist. Beziehungsweise wir machen die hier an die Enden, dass wir schon mal Wasser reinmachen können in die Gräben. Uah. Nee, so natürlich nicht. So, zack. Okay. Und wir müssen jetzt leider die Fassade von der Burg hier wegkloppen. Beziehungsweise setzen wir es einfach dran. Wenn wir den Turm noch eins hochziehen. Wir können es ja mal davor setzen, auf jeden Fall, weil... Okay. Detaillierter, das ist schon richtig, gell? So. Dann geht's hier über dem Dings weiter.
Also zwei Felder breit haben wir gesagt gehabt. Ah, ein Traum. Die gute Diamantspitzhacke. So, und jetzt müsste eigentlich das Ganze mit den Fenstern und so weiter, müsste dann oben... Wir gehen uns, bauen uns jetzt mal gerade da hoch. Ich hoffe, dass ich ein paar Kartenblöcke dabei habe. Weil was wir auf jeden Fall brauchen. So, da kommt das so hin. So, jetzt müssen wir überlegen, wir müssen von hier aus erstmal den Carpenter-Block wieder darüber schlagen. Also dem bringt jetzt nichts, dass wir hingehen und na, willst du nicht? Ah, ich habe da eben. Was war das? Theoretisch baubar, aber nicht baubar. Das hier macht keinen Quatsch. Gehen wir halt über die Mauer oben. So. So, habe ich Karten da. Ich habe natürlich wieder, also wie es immer ist, keine Carpenter-Blöcke einstecken. Wo habe ich denn die Carpenter-Blöcke jetzt wieder hin? Hm. Dafür habe ich es verdient, mir Schmerz zuzufügen. Das Knie musste knicken und brechen und sowas. Das ist so. Komm. Gucken, ob ich in der Hand habe, nicht, dass ich wieder hier irgendwas dran platziere. Carpenter-Blöcke. Und zwar, wir brauchen eigentlich nur zwei. Aber wir verlassen uns nicht drauf. Wir nehmen einfach jetzt mal mit, was wir brauchen. Komm hier Redstone rein. Gehört zwar hier nicht rein, aber wir wissen ja, das ist in der Kiste dann drin, wo wir es später nicht suchen werden und auch nicht finden werden, wie es ja meistens so ist. Hab den Carpenter-Hammer und so hab ich dabei. Gut. Okay. Also holen wir uns hoch auf die Mauer wieder. Na geh. So, zeig ich mal her. Hier muss ein Carpenter-Block drauf. Wir brauchen das hier. Und wir brauchen den hier. Und zwar müssen wir den Carpenter-Block dann... Ey, cool, den hat er sogar richtig gesetzt. Geil. Macht er den auch jetzt so? Wunderbar, perfekt. Oh, lässt sich das arbeiten doch. Tada. So, und da kann es zugemacht werden. So, hier oben hatten wir keine Fenster mehr gehabt. Hier wird es einfach nur zwei Felder. Ach, was jetzt blöd ist, unsere Zinne passt da nicht mehr. Das habe ich nicht bedacht. Ich habe nicht dran gedacht. Ich muss diese Zinne ja nach hier. Also wir machen so eine große Doppelzinne dann hier nebenhin. Gucken. Oder wir setzen zwei Felder nach außen. Dann wird es auch wieder passen. Zeig mal. Wobei, ganz ehrlich, wir setzen uns noch eins nach außen. Ich weiß. So. Die, ganz ehrlich, da muss die innere Wand doch weg. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Material sparen. Müssen wir eigentlich gar nicht, aber das hier kann ja alles. Wir brauchen jetzt hier keine so dicke Wand. Genau genommen muss es noch eins nach außen. Und das hier, da weiß ich noch nicht. Aber hier oben der Raum, noch eins nach außen, dass wir nach unten gucken können, was vor der Mauer abgeht. Das wäre auch obendrein sehr cool. So, hier nebenhin, dass wir nicht so tief fallen. Rumst. Was habe ich eingesteckt? Eingesackt, sagt wieder. Wie abgezählt, ja? So. Lass mal überlegen. Jetzt muss das aber hier innen drin. Das kann weg. Das Tor wird dann, wenn das jetzt Außending ist, wird das Tor hier drin sitzen. Das heißt, wir können auf jeden Fall dieses Element hier weghauen. War zwar kein Licht mehr. War nicht schlimm, wir haben da noch Fackeln dran. So, dieses Element, jetzt ist das hier. Da kommt dann ein Boden rein.
Haben wir jetzt genug Steine, um nochmal nach außen zu gehen? Wir hatten im Rucksack auch noch ein paar einstecken, oder? Nee, haben wir nicht. So, wir gehen jetzt mal hoch. Hier liegt noch einer. Ja. Willst nicht einsammeln, lass ihn halt liegen. Wenn du so verschwenderisch sein kannst und meinst, wir brauchen diesen Stein nicht, dann lass ihn halt sein. Lass den Stein sein. Hau. Ah, ich werd verrückt. Weiterer Aufzug. Aber warum gehe ich denn überhaupt hoch? Ich habe nur 11 Steine. Das ist viel zu wenig, um hier was zu machen. So, und hier, Carpenter. Carpenterstein. Carpenterblock. Okay. Das heißt, die hier nach innen rein können ja wieder weg auch. Die Wand muss stehen bleiben. Das kann weg aber hier. So, liegen unten wieder welche? Unten liegen auch noch welche. Wir haben 9, das ist zu wenig. Jetzt haben wir 10. Und der eine backt da rum. Jetzt will ich noch fertig haben. Komm, so viel Arbeit ist es nicht mehr. Schaffe ich's? Oh Mann. Komm, das ist gleich fertig. Hab ich da wieder so. Da wieder einen so dran geklatscht außen. Jetzt reicht's nicht mehr. Okay, hier oben die Zinne kann weg, weil die wird nach außen gesetzt. Ich sehe schon kommen, das fällt ja alles wieder runter. Zumindest teilweise. Und ich muss es wieder einsammeln. Jetzt haben wir nämlich 7, das reicht nämlich noch nicht. Oh, das kriegen wir aber so hin. Wir sind ja. Hier, wie bei Assassin's Creed machen wir es hier. Wir müssen hier überall lang touren. Hauptsache, das sieht erstmal. Jetzt fehlen wieder welche. Okay, wir brauchen auf jeden Fall hier. Das brauchen wir. Wir brauchen das hier. Wir brauchen das. Da können wir noch nicht. Oh, das ist einfach eine Ruine von einem Burgturm. Ist ja auch nicht schlecht, oder? Das einfach ein bisschen kaputt ist. So, die können ja auch weg. Weil da kommt ein Boden eigentlich rüber. Das ist okay, dass da Stein ist, weil da kommt das Tor oben drauf. Da kommt ja das Carpenter-Tor. So, und jetzt soll es aber reichen. Und jetzt bitte einmal erfolgreich hoch auf die Mauer. Und jetzt gehen wir diesmal den schlauen Weg. Und zwar über das Dach. Ohne wieder runterzustürzen. Ich habe nichts gesagt. Ja. So, komm, bitte. Außerdem wird es dunkel. Ich will das jetzt fertig haben. Dann gibt es einen Screenshot und dann ist Feierabend. So. Ansonsten schlafe ich einfach hier oben auf dem Dach, das ist auch okay für mich. So. Ja, bitte. Ja. Ist das Dorf sicher, oder rennen da unten wieder irgendwelche fremden Zombies durch die Gegend? Ich sehe aber keinen Dorfbewohner. Das macht mir wieder Angst. So. Und was ich jetzt noch hier innen drin auf jeden Fall machen möchte. Ich weiß, wir sind schon wieder deutlich drüber über der Zeit. Ich möchte hier einen Guckschlitz mit so einem halbenden. Was rede ich manchmal für einen Schluss zusammen? Mit einem halben Carpenter-Block, der hier auf der Seite dann quasi eingeschlagen ist. Das heißt, ich muss leider mal das hier entfernen. Muss hier einen Carpenter-Block setzen. Und muss den jetzt reinhauen. So, so ist es gut, oder? Da kann man hier mal so gucken, oh, was ist da unten los und so. Das ist gut. Das gefällt mir. So, und dann wäre der Turm auch fast fertig. Ich sage extra fast, weil innen drin der Boden und so noch nicht richtig ist. Aber die müssen ja eh noch gemacht werden. So, danke. Danke. So. Carpenterstufen, haben wir denn davon noch welche einstecken? Auch die haben wir wieder nicht einstecken.
Doch, die haben wir einstecken. Die platzieren wir gerade noch, dass das so seine Ordnung hat. Ich mag das nicht, so halbgare Dinge dahin zu machen. Okay, da oben kommen dann wieder ganze Carpenter-Blöcke dran, die wir festkloppen. Ah, wie geil, wenn ich mehrere platziere, dann macht er die oben. Cool, das gefällt mir. So, und hier, da muss es ein bisschen spezieller sein. Da müssen wir nämlich hingehen und müssen die Stufenelemente nach hier außen setzen. So genau, weil da muss es nämlich jetzt hier so. So, den in der Ecke noch. Perfekt. Cool. Genau, jetzt muss ich hier noch den Müll weg hier draußen. Wir noch ein bisschen Sand einstecken haben, wobei dann können wir. Wir lassen die Stufen jetzt erstmal hier, ist mir erstmal egal. So, vor allem mit dem Leuchten innen drin sieht aus, als ob das so. Ist cool, oder? So sieht's gut aus. Tada! Okay, wir haben es geschafft. Sorry, dass es lang geworden ist, die Folge. Aber ich sag mal, das Ergebnis kann sich sehen lassen, oder? Jetzt sieht der Turm schon viel besser aus. Und bei Gelegenheit machen wir hier innen drin dann noch den Boden da rein. Wir warten darauf, dass die Eichen wachsen, dass wir nebendran die Beete machen können. Und dann versuchen wir mal aus den ganzen Saatgut irgendwie Erbsen rauszubekommen, dass wir Erbsen anpflanzen können. Hat sich durch das nach außen ziehen hier was verändert eigentlich? Das ist halt dick, der Raum. Den könnte man noch nach da in die Mauer rein erweitern. Ne, können wir eigentlich nicht, weil er geht nicht so weit. Nee, das geht nicht. Okay. Von daher, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann.